Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um den Blutdrucksenker Canesartan. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, ich werde es versuchen, wirklich ganz kurz zu halten. Wenn Sie Näheres zu Ihrem Wirkstoff erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen das Video Canesartan intensiv und bei dem Video wünsche ich viel Spaß. Ihr Canesartan findet Anwendung unter anderem bei Bluthochdruck und auch bei Herzinsuffizienz. Sie können die Tablette unabhängig vom Essen einnehmen, weil die Nahrungsaufnahme keine Auswirkung auf die Aufnahme des Wirkstoffes in den Körper hatte. Das bedeutet, es ist egal, ob Sie nüchtern sind oder etwas gegessen haben. Der blutdrucksenkende Effekt, der erreicht sein Maximum etwa so nach 2 Stunden nach der Tabletteneinnahme, wobei das etwas schneller geht, wenn Sie nüchtern sind und etwas langsamer, wenn Sie vorher etwas gegessen haben. Wenn Sie mit dem Wirkstoff neu anfangen, dann dauert es so in etwa 4 Wochen, bis der maximale blutdrucksenkende Effekt erreicht ist. Bei Patienten mit schwarzer Hautfarbe kann es sein, dass das Canesartan nicht so gut wirksam ist. Deshalb sollte das immer gut beobachtet werden und dann eventuell auch höhere Dosierungen angewandt werden. Bei einer leichten oder mäßigen Nieren- oder Leberinsuffizienz kann das Canesartan angewandt werden. Hier beginnt man allerdings mit der geringsten Dosis von 4 Milligramm und man sollte dabei die Kalium- und auch die Nierenwerte immer gut unter Beobachtung haben. Bei einer starken Niereninsuffizienz liegen noch zu wenige Studien momentan vor. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Canesartan dann auch angewandt werden kann, aber da sollte man einen speziellen Fokus dann auf diese Nieren- und die Kaliumwerte setzen. Bei einer starken Leberinsuffizienz ist das Canesartan kontraindiziert. Wenn Sie unter einer Herzinsuffizienz leiden, ist es wichtig, erst mit der geringsten Dosis von 4 Milligramm Canesartan zu beginnen. Und bei der Herzinsuffizienz ist die Nebenwirkungsrate bezüglich einer Verschlechterung der Nierenwerte und auch einer Verschlechterung der Kaliumwerte ein wenig erhöht. Das bedeutet für Sie, unter einer Herzinsuffizienz sollten, wie der Arzt das meistens ja auch macht, die Blutwerte, und zwar die Kaliumwerte und die Nierenwerte, immer gut kontrolliert werden. Die unterschiedlichen Nebenwirkungen des Canesartans sind recht wenige. Ich gehe hier nur auf die relevantesten ein, nicht auf alle. Die meisten Nebenwirkungen, die angegeben werden, die betreffen wirklich nur höchstens jeden Zehntausendsten. Deshalb möchte ich die an dieser Stelle nicht erwähnen. Wenn Sie das Canesartan gegen Bluthochdruck einnehmen, dann sind die einzigen Nebenwirkungen, die als häufig bezeichnet werden. Das bedeutet, es betrifft etwa jeden Zehnten bis jeden Hundertsten. Da ist als erstes das Risiko, eine Atemwegsinfektion zu erlangen, erhöht ist. Und als zweites kann es auch häufiger zu Schwindel und zu Kopfschmerzen kommen. Wie bereits gesagt, das betrifft etwa jeden Zehnten bis jeden Hundertsten. Die letztgenannten Nebenwirkungen sind typische Nebenwirkungen für Blutdrucksenker, die eigentlich bei allen vorkommen und dadurch ausgelöst werden, dass der Blutdruck gesenkt wird und der Körper vorher einen höheren Blutdruck gewohnt war und jetzt dort abgesenkt wird. Und da kann es besonders im Anfang der Therapie zu Kopfschmerzen und auch zu Schwindel kommen. Das Autofahren und das Bedienen von Maschinen ist selbstverständlich unter dem Canesartan erlaubt. Achten Sie aber bitte immer darauf, wenn die Dosis erhöht wird oder das Medikament bei Ihnen ganz neu angesetzt wird, dass Sie schauen, wie Ihr Körper darauf reagiert. Und wenn es dann zu vielleicht leichtem Schwindel plötzlich kommt, besonders am Anfang, dann seien Sie bitte noch vorsichtig mit dem Autofahren. In der Regel gibt sich das dann recht schnell, und wenn das nicht auftritt, dann steht natürlich dem Autofahren und dem Bedienen von Maschinen nichts im Wege. Wenn Sie das Canesartan im Zuge einer Herzinsuffizienz einnehmen, sind auch hier alle Nebenwirkungen
Nebenwirkungen mit sehr selten bezeichnet. Auf die möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Zu den häufigeren Nebenwirkungen zählen ein erhöhter Kaliumspiegel und auch möglicherweise eine Verschlechterung der Nierenfunktion. Es kann auch zu einer Hypotonie kommen. Das bedeutet, dass ihr Blutdruck recht stark gesenkt wird. Diese drei Nebenwirkungen, die betreffen bei der Indikation Herzinsuffizienz auch jeden 10. bis jeden 100. Aber das ist dem Arzt natürlich bekannt und deshalb werden bei Herzinsuffizienz in der Regel auch die Kaliumwerte und die Nierenwerte immer gut überprüft. Zu den Wechselwirkungen möchte ich nur einen kleinen Auszug geben. Beim Candesartan gibt es eigentlich nicht viele Wechselwirkungen. Es ist recht übersichtlich. Als erstes ist da auf jeden Fall zu nennen, dass das Candesartan mit allen Substanzklassen wechselwirken kann, die auch dazu führen, dass der Kaliumspiegel erhöht wird. Das heißt, dazu zählen zum Beispiel kaliumsparende Diuretika. Dazu zählt auch kaliumhaltiges Salzersatzmittel, was manche Bluthochdruckpatienten zum Würzen nehmen. Dazu zählen auch kaliumhaltige Nahrungsergänzungsmittel. Für Sie ist wichtig, achten Sie bitte immer drauf, wenn Sie Candesartan einnehmen, sollten Sie von sich aus kein Kalium zu sich führen, weil das Candesartan dazu bestrebt ist, das Kalium im Körper zu halten und Sie das sonst einfach durch die Einnahme dieser anderen Substanzen noch erhöhen könnten. Als zweite wichtige Wechselwirkung ist noch die Wechselwirkung mit den sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatikern zu nennen. Dazu zählt zum Beispiel das Ibuprofen oder auch das Naproxen oder das Diclofenac. Auch das ASS zählt dazu, allerdings nicht in dieser sehr geringen Dosierung von 100 Milligramm, sondern nur, wenn Sie vom ASS mehr als 3 Gramm pro Tag einnehmen. Auch die sogenannten Coxibe gehören dazu, wie zum Beispiel das Celecoxib oder auch das Etoricoxib. Das sind alle Substanzklassen, die können einmal dazu führen, wenn Sie diese regelmäßig einnehmen und womöglich auch noch hochdosiert, dass das Candesartan nicht so gut wirksam ist. Normalerweise spricht man da nur von einer Blutdruckerhöhung von etwa 5 bis 10 mm Hg. Das sind die Werte, die Sie immer in Ihrem Blutmessgerät sehen, aber das ist nur ein Durchschnittswert. Das bedeutet für Sie, wenn Sie eine dieser Substanzen einnehmen, achten Sie immer gut darauf, dass Sie Ihren Blutdruck im Blick haben, damit solche Blutdruckerhöhungen dann auch sehr schnell erkannt werden. Zusätzlich kann es unter der gleichzeitigen Einnahme auch noch zu einer Erhöhung der Kaliumwerte wieder mal kommen und auch womöglich zu einer Verschlechterung der Nierenwerte. Das ist sehr selten der Fall, trotzdem sollte es im Blick gehalten werden. Und wenn Sie zusätzlich zu dem Candesartan und einem NSAR noch ein Entwässerungsmittel einnehmen, dann sollten Sie auf jeden Fall die Nierenwerte unbedingt überprüfen lassen, weil diese Kombination das Risiko erhöht, dass die Nierenfunktion eingeschränkt wird. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das nennt sich Triple Whammy. Schauen Sie da einmal rein. Ich finde es sehr wichtig, dass man diesen Zusammenhang kennt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Video zu Candesartan Ihr Medikament ein wenig näher bringen. Wenn Sie genaueres dazu noch wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen mein Video Candesartan intensiv. Da gehe ich auf alle Aspekte genauer ein und erkläre viele Dinge noch ein wenig genauer. Dort gehe ich dann auch auf die Wirkweise des Candesartans ein. Ansonsten freue ich mich immer über einen Daumen nach oben, wenn Ihnen mein Video gefallen hat. Und wenn Sie möchten, abonnieren Sie doch gerne meinen Kanal, weil ich in Zukunft noch vorhabe, noch mehr dieser Videos hier online zu setzen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass Sie gesund bleiben. Und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.